So, guten Morgen. Wir haben am Freitag 1 zu 0 gewonnen in Hannover. Ach, was war das für ein geiles Spiel von uns. Wir haben Hannover quasi von der ersten Minute an dominiert. Wir waren klar die bessere Mannschaft gegenüber Hannover. Hannover hatte gerade mal im ganzen Spiel, glaube ich, zwei Torschüsse, was als Torschuss gewertet wurde, also stellt sich die Frage, ob das Torschüsse waren. Aber gut. Die zählen es halt so, die Statistik sagt es halt so. Zwei Torschüsse im ganzen Spiel, ja. Und da muss man auch mal ein Lob aussprechen an unsere Verteidigung, ja. Bärenstark. Also ich finde es sogar, seitdem Fährmann nicht mehr im Tor ist und sondern Freisel im Tor ist, ist unsere Verteidigung meiner Meinung nach noch sicherer geworden. Und weil ich glaube, es liegt auch daran, Freisel, der sagt mehr auf dem Spielfeld. Ja, der spricht auch mal zu den Verteidigern. Und Fährmann, der ist immer eher der ruhigere Typ, ja. Das ist ja auch nicht gegen Fährmann, sondern halt, was das Beste für die Mannschaft gerade ist, ne? Und momentan, wie man sieht, Freisel ist momentan das Beste für die Mannschaft, ja, dass der da jetzt hinten drinne steht, ja. Aber ich denke mal, ich gehe davon aus, dass im DFB-Pokalspiel gegen 1860 München, das ist auch vom Dienstag, der Fährmann im Tor stehen wird. Da gehe ich mal ganz stark von aus, aber mal sehen. Also auf jeden Fall, das Spiel gegen Hannover, das war richtig geil. Wir hätten normalerweise auch 3-4-0 gewinnen müssen. Nach den Torchancen, Kaminski hatte ja eine Torchance, den pülte er voll drauf, aber direkt auf den Torwart, da hätte er den einfach da rechts einschieben können ins Eck und ja, der Torwart wäre geschlagen gewesen, ne? Und er pülte den da voll aufs Tor drauf, aber was er dann in der 95. Minute gemacht hat, der Kaminski, das war sensationell, ja, das war, nimmt den mit der Hacke an, dreht sich und dann schießt er das 1 zu 0. Ich hatte da nicht mehr mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte gedacht, ah, scheiße, jetzt gibt es doch noch, nach so einem geilen Spiel von uns, gibt es doch nur ein 0-0. Und das war ja Gott sei Dank durch Kaminskis Supertor, muss man sagen, nicht der Fall. Ja, und ja, diesmal hat der Terodde nicht getroffen, aber ist ja auch scheißegal. Hauptsache, wir haben Torschützen, die treffen und wer das Tor schießt, ist egal. Hauptsache am Ende steht der Sieg. Und wir sind jetzt schon 3 Spiele lang ungeschlagen. Ja, und 3 Spiele lang ohne Gegentor. Ja, und ja, ohne Gegentor, 3 Spiele lang. Also schönen Gruß an Hüb Stevens. Stevens. Ja. Der sagte ja auch immer, die Null muss stehen. Ja, und die steht derzeit. Ja, und so kann es weitergehen. Nächste Woche, Samstag, spielen wir um 20:30 Uhr im eigenen Stadion gegen Dresden. Und wenn wir da so auftreten, dann dürfte das auch einen Sieg geben. Jetzt stehen wir derzeit auf Platz 3 auf dem Relegationsplatz. Ja, und nachdem wir vielleicht am Anfang der Saison ja, ein klein bisschen Schwierigkeiten hatten, kommen wir jetzt nach und nach besser in die Saison rein und ich denke, wir können uns, denke ich, schon jetzt auch als Aufstiegskandidaten zählen, ja, also mit als Aufstiegsfavoriten, ne? Ja, und es war einfach geil, also das Spiel, das musste man auch einfach sehen und ich hoffe, es geht genauso weiter, wie es bisher jetzt gelaufen ist in den letzten 3 Spielen, ja. Klar, ich denke auch, wir werden natürlich nicht alle Spiele gewinnen können. Das geht gar nicht. Das schaffen niemals die Bayern in der Bundesliga, ja. Und aber auf jeden Fall, ich denke, wir stehen zu den Aufstiegskandidaten mit, also zu den Aufstiegsfavoriten. Und
wenn die da wirklich so weitermachen und da nicht irgendeinen Rückfall gibt oder so, oder eine schwerwiegende Verletzung, wie zum Beispiel, wenn Terodde ausfallen würde, das wäre schon bitter, ja. Und jetzt demnächst kommt ja auch, denke ich, Lazar zurück, ne, von seiner Verletzung. Ja, und Salif Sané dürfte auch bald zurückkommen, die Verteidigung auch nochmal verstärken können, also Sané und Lazar im Mittelfeld natürlich. Ja, und dann muss man sehen, was man damit macht, ne? Und ja, das war's von mir. Mein nächstes Video gibt es dann, wird es dann erst am nächste Woche Montag geben, also jetzt Montag in einer Woche. Bis dahin, ciao.